So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play Big City Adventure San Francisco. So, das bunte Bilder finden geht weiter. Na, da hatten wir schon mal die Hinweise hier. So, da haben wir noch ein paar extra Punkte. Dreiblättriges Kleeblatt. Ach, drei. Ich habe wieder nach vierblättrigen gesucht jetzt. Stangensellerie, Trommel, Keyboard, Schlitten, Chips. Keyboard, Stangensellerie. Brr. Da haben wir die Chips noch. Schlitten. Hackbrett, Krebs, Clown, Flaschenkühler, CD, Saxophon. Saxophon. CD hatte ich doch auch gesehen. Hier, da. Eine Trommel. Wieder das alte Ratespiel hier. Wo sind die Teile? Hackbrett, Krebs, Clown. Was sind das? Eine Melone, Grapefruit, irgendwas. Keine Ahnung. Überdimensionale. Warte mal, das Hackbrett war doch hier irgendwo. Das hatten wir doch schon mal. Da. Flaschenkühler, Krebs, Clown. Das ist schon mal nicht. Da auch nicht. Die Sachen sind immer so leicht zu finden hier. Ja, Krebs, jetzt die Frage, das Tier, ein Symbol, das Sternzeichen vielleicht. Keine Ahnung. Da haben wir einen Clown. Dreiblättriges Kleeblatt, zwei Stück. Da haben wir eins. Da haben wir das zweite. Trommel, Krebs, Flaschenkühler. Nee. Gucken wir mal. Trommel, Flaschenkühler, Krebs. Naja, gut, okay. Hätte ich jetzt noch eine Weile suchen können. Okay. Ich habe immer noch angefangen mit dem Wimmelbild-Let's Play, das ich unbedingt starten will. Ich halte mich extra die ganze Zeit schon zurück. Ach, ich könnte im Moment, keine Ahnung, 15 Games gleichzeitig Let's Play. Ich habe so viele Games, die ich unbedingt starten will. Aber ich will nicht zu viele anfangen, sonst komme ich wieder nicht nach mit dem Produzieren der Videos und dann stehen wir wieder da. So, wo geht's denn als nächstes hin? Da. Das passt hier hin, okay. Nee, das passt dann nicht. Da. Dahin, das ist am Ende. Das gehört hier hin. Das dahin. Hallo? Okay. Ich will die einzelnen Stücke nicht durch Raten rausfinden. Hallo? Wo geht denn das hin? Hä? Hört da nirgend hin, oder? Ach, da. So, zacki. Das gehört nicht hier rein, das gehört. Hallo? Ach, da unten das Blaue, hab ich gar nicht gesehen hier. So. Okay, mal gespannt, wo es diesmal hingeht. Das kommt mir bekannt vor. Da waren wir schon mal. So. Da.
Da. Und die Framerate geht wieder schön in die Knie. Da. 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 Da und da und da und da. Ja, da waren wir doch schon. Haight Ashbury. Genau, da waren wir schon. Ja gut, das haben wir ja schon festgestellt. Viele Orte wiederholen sich auch. The Haight verdankt einen Großteil seines Ruhmes als Zentrum der Gegenkultur und der Flower Power vor allem den berühmten Musikern, die hier lebten und über das Leben schrieben. Jefferson Airplane und Janis Joplin waren in Haight Ashbury zu Hause. In den 60er Jahren versammelten sich hier immer mehr Hippies. Ja, San Francisco war ja eine Hippie-Hochburg. So. Ja, da waren wir schon. Disco-Kugel, Akkordeon, Schere. Disco-Kugel, Akkordeon, Schere. Diskette, Gummi, Ente, Handel. Ich will die Flower-Blümchen hier haben. Baumhand, Seepferdchen, Pinguin, Sonnenbrille, Kleiderbügel. Kleiderbügel. Sonnenbrille. Guck mal, einfach die Brille von den Augen gestipitzt hier. Schere. Hallo? Wo ist denn das? Disco-Kugel, Akkordeon, Diskette, Gummiente, Handel. Das ist keine Gummiente. Ja. Machen wir die Sachen jetzt. Gummiente. Handel, 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 Handel. So, und da geht's auch wieder weiter. Nach einem kurzen Break hier. Sonnenbrille. Disco Google. Pinguin an. Ich hole das Akkordeon. Diskette, Handel, Baum, Hand, Seepferdchen. Guck mal, die Hand habe ich jetzt schon 10-mal angestarrt hier. Ach nee, Sehen, die Schaukelpferdchen. Diskette. Bäumchen, Handel und Seepferdchen. Was ist die Handel? Ach da. Gelb ist hier auf gelbem Grund, macht sehr viel Sinn. So, ich schlürf hier mal ein paar Kekse zwischendurch. Ein Flower Power Hippie Hemd. Ja, ich habe extra einen Tee vorhin gemacht, da kann ich dann den Keks so ein bisschen reintunken. Sonst knirscht das die ganze Zeit hier beim Kauen und dann werden der Aufnahme dann auch nicht sein. Ich sehe hier original gerade gar nichts. Ach, hier sind wir wieder mit Fehlern. Wieder aufpassen hier. Kann ich wieder keinen Blödsinn zwischendrin machen. So. Ja, ich
würde jetzt am liebsten 20 Let's Plays parallel laufen lassen hier. Ich bin auch permanent meine Gameliste am Erweitern. Mit Games, die ich unbedingt noch Let's Playen, Let's Testen, Pipapo oder Multiplayer, also Let's Play Together zocken will. Ja, ich habe da noch einiges in der Auswahl. Und also ich würde das alleine wahrscheinlich gar nicht alles schaffen, was ich da zocken will. Gut, wie gesagt, einiges wäre dann auch Let's Test, aber trotzdem. Ich würde das wahrscheinlich gar nicht alles durchkriegen hier alleine. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich mir ein bisschen Verstärkung ins Boot hole. Müssen wir mal noch schauen. Ich habe mir da was überlegt. Also zumindest mal vorgestellt, wie man das machen könnte. Huch. Bin aber natürlich noch in der Alpha, wenn man so will, in der Alpha-Phase. Also ich muss da erstmal noch gucken, da noch Sachen absprechen, Pipapo, Blagedöns. Ja, also das ist noch lang nicht geklärt, wie wir das machen werden. Müssen wir einfach mal gucken. So. Wenn ihr Vorschläge übrigens noch für Spiele habt, habt keine Hemmungen, haut's mir in die Kommentare, schickt mir eine PN, schreibt's mir über Google Plus, über Twitter oder sonst irgendwo. Ja, ich werde überall reingucken, also ich kriege es früher oder später dann mit, wenn ihr da was gepostet habt, und dann kann ich mal gucken, ob es schon eine Liste drin steht. Wenn nicht, wird es natürlich gleich dazu gepackt. Ich werde die Liste nicht jeden Tag aktualisieren können, weil das wird ja mit der Zeit dann doch immer mehr, was die Leute vorschlagen. Ihr könnt aber auch, ich habe unter dem Video habe ich einen Link reingepackt zu meiner aktuellen Liste, wo ihr dann seht, welche Projekte haben wir alles gerade am Laufen, welche sind schon gemacht, was wird noch kommen, die geplanten Projekte eben, Pipapo, eine Übersicht von den ganzen Playlisten, mit Links und bla und Gedöns und hast du nicht gesehen und die ganzen Beschreibungen der Folgen und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch mal alles reingucken. Wenn ihr einen Vorschlag habt für ein Game, könnt ihr mal kurz in die Liste lugen, ob es nicht schon drin steht. Dann würdet ihr mir dann nachher auch Arbeit ersparen, wenn ich dann irgendwann nämlich 30 Games vorgeschlagen kriege, die alle schon drin stehen. Ja, wäre dann nicht so geil, weil dann komme ich irgendwann auch nicht mehr nach mit dem Eintragen. Beziehungsweise komme ich. Ah, die Lombard Street. Die Shapeläufer Street hier. Weil ich komme dann irgendwann auch nicht mehr nach mit dem Nachschauen, ob die Dinger überhaupt eingetragen sind. Es gibt in San Francisco aber noch viel steilere Straßen, auch wenn die Lombard Street eindeutig die beliebteste ist. Die Filbert und die 22. Straße haben teilweise ein Gefälle von 31,5 Grad. Normalerweise gilt ein Hügel schon mit 16 Grad als steil. Die ebenfalls ganz schön gewundene Vermont Street hat auf nur 270 Fuß Länge 7 Kurven. Ach, guck mal. Haben sie also noch so ein paar schepp geknickte Straßen hier. Okay. So, Engel, Kaminmaske. Da. Da. Die Maske, wo war die denn? Da. Brokkoli, Flieger, Pinguin. Pinguin hatten wir doch letzt auch schon. Hatten wir den letztes Mal? Ja, da. Ach, die Pflege, wo waren die wieder? Nehmen wir die da. Schlüssel, Schirm, Schloss.